Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zurück im BerlinCon Studio 2019. Wir sind wieder im All, wie ihr seht, und Katan Sternfahrer steht bei mir und da sagen das die anderen, der eine oder andere, das gab es doch schon mal, ja, Ralf. Wird jetzt 20 Jahre alt und das dachten wir, müssen wir feiern mit einer überarbeiteten, also wirklich komplett überarbeiteten Neuausgabe. Ja. Und überarbeitet heißt vor allem grafisch. Super schöne neue Illus von Franz Vohwinkel illustriert. Damals waren die auch schon sehr schön, aber jetzt sind es nochmal die verschiedenen Völker, denen man begegnen kann. Die sind nochmal unterschiedlich, also viel mehr abwechslungsreiche Illustrationen. Die Sachen, die man hier alle sieht. Aber alles, was ihr hier seht, ich möchte noch darauf hinweisen, ist noch Prototyp. Das heißt, das wird wahrscheinlich im Herbst alles viel hübscher aussehen. Dann wird es auch alles stabiler und noch hübscher sein. Noch stabiler? Genau. Ja, das ist alles noch sehr gebastelt hier. Ah, alles klar. Also ja. Illustration, ein riesiger Punkt, was wir verändert haben. Dann gibt es spielmaterialmäßig komplett alles neu designt, die Figuren, vor allem auch die Raketen, die jetzt mit einem Stecksystem, mit allen Teilen so sind. Das heißt, die Antriebe kann man abmachen. Das musst du dann genauer sagen, wenn du möchtest. Das machen wir gleich nochmal hier. Machen wir gleich nochmal in der Detailkamera, dann das heißt, sieht er das nämlich besser. Die Antriebe zum Anstecken, diese Lademodule und die Bordkanonen, alles variabel für die Rakete zum Zusammenbauen. Cool. Und die Rakete ist ja dann auch, wer sich noch erinnert, eine Art Würfel, über die man mit diesen Farbkugeln bestimmt, wie weit man mit seinen Raketen fliegen kann während des Spielzugs, um sie dann an verschiedenen Planetensystemen dann abzusetzen und da wieder die Rohstoffe einzusammeln. Das typische Katan-Prinzip, dass beim Würfeln die Rohstoffe erwürfelt werden und man wieder auf Siegpunkte hier auch spielen möchte. Und ich sehe, die sind ein bisschen angepasst. Ich nehme an, das sind die Würfelsymbole, die Nein, ihr hier habt. Hier ich muss mich jetzt nämlich mal outen. Ich habe nämlich Sternfahrer noch nicht gespielt. In der Eile haben wir es nicht komplett aufgebaut. Ah. Es sind überall, wir stellen uns vor, Zahlenchips. Ah, hier habt ihr genau, das schön verdeckt. Das sind die. Alles und klar. Hier fehlen noch ein paar. Aber das heißt, jeder Planet hat seinen Zahlenwert, bei dem man Verträge ausschüttet. Und was man hier auch sehen kann bei diesen Planetensystemen, in der alten Version vor 20 Jahren war es ein fester Spielplan. Das heißt, man hat immer sozusagen mit dem gleichen Aufbau gespielt. Ja, und ich sehe ja schon, ist das Variable ist also noch hier ziemlich dünn gebastelt. Ja, aber es wird natürlich richtige Pappe sein. Das heißt also, es kann dann von System zu System die Ausrichtung, dann auch die Verteilung ist immer wieder anders. Mhm. Wir haben drei verschiedene Varianten im Spiel. Das ist hier zum Teil schon entdeckt ist, wohin man fliegt. Der hintere Teil ist noch unerforscht. Die Reise ins Unbekannte. Und sieht, ob da was ist oder nicht. Und man kann aber auch so spielen, dass alles erstmal unentdeckt ist oder eben, dass alles aufgedeckt ist und man komplett schon alle Informationen hat. Also wer es strategischer möchte, kann sich so anpassen. Wer es glücksabhängiger haben möchte, kann sich so anpassen. Und das eben mit neuen, super stabilen Raketen, perfekten Illus. Okay, wenn ich Katan gar nicht kenne, wie kriegst du mich dazu, dieses Spiel zu spielen? Es ist halt weg von dieser festen Insel und dieses Besondere ist, dass man sozusagen sich nicht über Straßen ausbreitet, sondern mit diesen Raketen diese neuen Siedlungspunkte findet. Ja. Und auf der Reise mit diesen Raketen wird man auch immer wieder, wenn man eine schwarze Kugel würfelt beim Bewegen, hat man eine Begegnung und die wird über solche so Art Ereignis, Begegnungskarten abgehandelt. So ein bisschen Story noch dazu. Noch ein bisschen Story, man begegnet Raumpiraten oder Händlern oder einem fremden Volk und muss dann oder darf mit denen handeln, gibt ihnen ein Geschenk und dann geben sie vielleicht was zurück oder sie verschwinden einfach damit. Und das wird dann auch wieder über so einen Entscheidungsbaum, sehr schön, über ein Würfelergebnis, wo ich vielleicht kämpfen muss mit dem linken oder rechten Nachbarn, mit Vergleich, Bordkanone. Wir gehen mal in den Nachbarraum, oder was? Und nicht ganz physisch austragen. Nee, ich meine, aber. Ja, du hättest doch einfach sagen, komm, hier gibt es sogar Raumstationen. Das hätte mir persönlich ja schon gereicht. Okay, ja. Also ich entdecke hier immer jedes Mal, wenn ich raufgucke, irgendwas Neues, was ich schon wieder spannend finde. Ja, ihr seht hier drüben so eine Art gefühlten,
weiß nicht, grünhäutigen Kobold-Ork, was auch immer, der im Weltall lebt. Ja, das ist eine der drei fremden Alien-Rassen. Und man kann seine Rakete ausbauen. Das ist ja so viele Teile, wie ihr hier habt. Ich glaube, Kinder spielen, brauchen das Spiel gar nicht. Aber das ist eine richtige Strategie. Und wird ein richtiger Brecher, wie ihr seht. Jede Katze liebt diesen Karton wahrscheinlich, wenn er irgendwie offen ist. Und wenn ihr wirklich ins All fliegen wollt. Katzen vielleicht. Ja, wenn ihn kalt ist, funktioniert es. Und wenn ihr durchs All fliegen wollt und Katan als Sternfahrer nochmal erleben wollt in einer schönen neuen Version, dann auch diesen Herbst einfach mal bei Kosmos vorbeischauen. Da wird es noch schöner anzusehen sein und auch zum Spielen da sein. Und einen haben wir sogar noch ein anderes Katan-Spiel. Oha, wenn wir schon dabei sind. 20 Jahre Katan und kein bisschen ruhig. Es kommt immer wieder was Neues. Nach der Jubiläumsausgabe jetzt hier noch was ganz Neues. Und zwar eine Erweiterung für die Erweiterung von Städter und Ritter, ähnlich wie es das schon für die Seefahrer gab. Mit der Legende der Seefahrer gibt es jetzt die Legende der Eroberer. Und das sind drei Szenarien, die man kapitelhaft sozusagen oder kapitelweise durchspielt, um dann auch so ein bisschen im Story-Setting das kompetitiv gegeneinander durchzuspielen. Man wird bedroht von Eroberern, die Katan angreifen und versucht, die abzuwehren. Und mit neuen Elementen, neuen Gefahren, neuen Fortschrittskarten. Die Ritter spielen eine ganz große Rolle, kriegen auch Verstärkung über Kanonen und Ähnliches. Uhu. Also auch hier, wer Katan strategisch schon sozusagen immer noch mal eins drauf haben wollte, kriegt jetzt das strategischste Katan aller Zeiten. Ja, Story finde ich immer gut. Und wie gesagt, Katan, wer es wirklich mag und wer es dann wirklich weiterführen will, ich finde ja die Geschichte mit Ritter und der Oma auch sehr schön. Wenn euch das gefällt, dann schaut auch rein. Wann, das kommt auch im Herbst? Auch oder im Herbst. Das ist also auch im Herbst geplant. Ja, also jede Menge Altes wieder neu entdecken, sage ich da mal, oder halt Neues ganz neu entdecken, könnt ihr dann weiter. Katan lebt immer noch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao.